Kamera läuft, Achtung! Der Brinkmann hat auch wieder aufgeschlossen. Ja, ich habe jetzt die Ruhe genossen. Mhm, schon klar. Guido hat die Ruhe genossen. Ja, ist natürlich die Frage, ob der Akku reicht bis zum Ende. Glaube ich auch nicht. Also ich müsste mir einen müsste ich mir noch holen. Ne? Zehn Kilometer haben wir. Holz versperrt den Weg. Holz. Pass auf. Oh ja, ja.
Hier sind voll die Steine da drin. Interessant. Ach, er ist so weit weg, sondern hätte gerade eine Wette mit dir abgeschlossen. Ob er da in der Mitte rüber geht oder an der Seite vorbei. Hä? Ich sage, er geht an der Seite vorbei. Wo? Links. Von den beiden Bäumen da? Ja. Dann muss noch ein bisschen warten. Komm. Dann muss ich gleich nochmal umgucken. Gucken, ob ich ihn richtig einschätze. Du kannst auch Handschuhe anziehen, oder? Ich hab welche, gut. Okay. Siehst du? Was hab ich dir gesagt? Was hab ich dir gesagt? Was hab ich dir gesagt? Alter. Im Grunde will er sich gar nicht bewegen, so im Inneren. Der muss sich jedes Mal. Ja, aber der irgendwie. Keine, ich weiß jetzt nicht, wer die Oberhand gewinnt. Ob das der Körper ist, der sich nicht bewegen will, oder der Geist. Eigentlich heißt das ja, der Geist, ja, herrscht über den Körper. Also, das heißt, der Geist will laufen, aber der Körper sagt, nee, komm, dann willst du hierher. Du meinst also, der Geist arbeitet nicht schnell genug, weißt du? Das kann. Vielleicht ist er nicht schnell. Das kann vielleicht auch sein. Weiß ich nicht. Weiß ja nicht, was er sich da immer in seiner Dingespfeife da reinzieht, hier in seiner Dampfpfeife. Vielleicht betäubt das ja auch den Geist. Hä, wo ist Schimmer? Du kannst doch auch Handschuhe anziehen, Alter. Nur die harten sind mir egal. Ach so, und deswegen steckt man die Hand in die Tasche. Ach so, ja. Wie war das gerade mit den harten? Ja.
was mit für ein Osterfeuer. Wann war Willi dieses Wochenende eigentlich bei dir? Die wollten da doch hin, ne? Weißt du gar nicht. Waren da. Ja. Freitag. Ach, Freitag waren die da? Ja, noch Freitag. Oder war es letzte Woche? Kann auch letzte Woche gewesen sein, weil kann er dann morgens noch anrufen. Letzte Woche? Nein, letzte Woche kann ich. Letzte Woche waren wir ja feiern. Dann werden am Freitag. Gestern nicht. Gestern haben sie telefoniert, die Frauen. Achso. Ja gut, kann sein, die haben wir mit Sicherheit da gepennt dann. Ich habe gesagt, die wollten doch nochmal separat was machen. Ne? Also hier hat die gesagt, hier, Wasserschutzgebiet. Hier war der Baum, der gequietscht hat. Ja, ja, auf der anderen Seite unten. Natürlich unten. Vielleicht quietscht hier oben auch einer. Kamm des Wesergebirges. Hier gibt es wieder was zu singen, Achim. Wieder was zu singen. Das Schaumburger Heimatlied. Die hättest du eigentlich alle fotografieren müssen für Tristan. Der steht da sowas. Der steht da sowas. Kulturgut aus unserem Lande. Da hat er viel zu wenig von mitgekriegt. Da ich viel zu viel, mein Vater war im Fußballverein. Ja. Ja, so richtig Bock hat er, glaube ich, auch nicht. Also, klar, er macht schon was, aber nicht so wie wir natürlich. Natürlich klar. Ja, kann ich verstehen. Ich meine, wenn du die ganze Woche keine Zeit hast, keine Ahnung, was machen musst, hast ja auch nur das Wochenende, ne? Das ist wohl so. Und siehst du noch? Ja. Kannst du noch sehen? Ja, danke. Mal, wenn gerade Weg ist, dann kommt er nicht mehr mit oder blüht er oder dann kann er auch sein Gerät gucken, der hintergeht. Ist eigentlich noch ein Höhepunkt hier heute, oder? Ja,
haben doch drei Burgen schon gehabt. Haben wir drei Burgen? Ich habe noch genau. Die anderen beiden sind ja auch kaputt. Doch noch eine Burg. Eine Burg, eine Heide haben wir noch. Der Wind. Eine Straße zu sein. Drei Wochen genommen. Wahrscheinlich nur eine Woche überlappend haben. Ne? Ja, eher scheiße, weil ich ja mindestens im Mai, den 7. Mai da. Ich weiß nicht, wie die Tage da fahren. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich sag dir nochmal Bescheid. Ja, das geht schnell. Was? Ich sag jetzt mal Februar. Weiter. Halbe Februar rum fast. Der März. Gut. Jetzt wird's dann mal wieder weiter.
Die Schaumburg war das eben. Genau. Hin. Genau, das ist unser Parkplatz. Ja. Hier ist ja immer fast nur geradeaus. Hallo. Hallo. Hier auch. Hier. Und ein paar habe ich noch. Ding ist Bescheide gekriegt. Bescheid habe ich gekriegt. Ja, ich bin verärgert. Ich bin 3 Jahre alt verschenkt, ey. Ob ich 14 wieder machen konnte. 11 hätte ich mal nicht machen können. War noch gut für 4 Minuten, aber es heißt gut. 11 wäre am meisten. Jetzt für die Fahrten aus dem Rücken, Alter. Alter, ja. Das geht schon. Ja, und ich habe die Kinder ja auch noch jetzt komplett drauf. Also für 2016 wird es am meisten gehen, weil ich 2014 und 2015 habe ich Zuschüsse von der Firma gekriegt. Hier sind natürlich abgezogen, ne? Aber ich glaube, ich für 14 schon von der Firma 5.000 Euro dabei gekriegt. Fahrtkosten. Die versteuert werden mussten. So, geht auch weg. Wir haben auch einen Führerschein. Da kommt man mal ein richtiger Schlag. Jetzt haben wir mal diese Probleme. Alles gut. Hallo.
lese schon, ja. So, kriegen wir jetzt hier unseren Kaffee. Ja, wenn ich hier wohl sonst. Ne? Ja. Das denke ich ja. Das muss ich natürlich auch. Wenn es hier was gibt, was kennt sich schon nicht so aus. Ja, mal gucken. Das ist eine, die Sage von der schönen Zwergin Tienke Mäume. Naja. Wanderparkplatz Paschenburg. Ja, ungefähr die Hälfte von dem, was wir... Ich weiß gar nicht, wo wir eben waren, ihr Standort. Ja, noch ein ganz schönes Stück hier. Wenn das der Standort ist, ja, haben wir noch dieses Stück zu laufen. Springstein ist da. Wo? Parkplatz Springsteine. Naturdenkmal, ja, Springstein. Ja, das ist die Stimme so noch, ja. Wir haben noch so 4 Kilometer. Ja. Ja, mal gucken, ich glaube. Da steht schon so wenig auf der Karte drauf. Mehr Restaurant, ne? Ja. Sonst gehen wir weiter. Vergiss es. Aber hier kannst du dir wieder ein paar Punkte abholen. Das kann es ja wohl nicht sein. Hab ich schon. Das ist ja wieder typisch. Ja, das ist jetzt von der Burg übrig geblieben, oder was? Na, supi. Hoi, hoi, hoi.
weiter. Der Pflegefall, der liegt doch lieber auf dem Sofa, als mit uns mitzugehen. Guido hat gefragt, ob wir Willi dabei haben. Wer? Willi. Wer hat gefragt? Guido Enselhardt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Was denn jetzt? Ach Gottchen, das ist doch. Ja. Hm? Sind nur noch 2,5? Ich dachte, das wäre mehr. Sehr gut. Drei zu Hause. Gut. Ja. Haken. %33. Das wird wohl nicht reichen, glaube ich. Ich denke, jetzt kommt auch immer viel. Lebenswertes. Meinst du, wir hatten nichts mehr gehabt? Ja, gut. Die Springsteine, die. Da war ja auch nicht viel zu sehen, das waren ja nur so ein paar Felsen. Ansonsten haben wir auch nichts mehr, das war jetzt. Siehst du, das war trotzdem eine kaputte Buhr, hab ich doch gesagt? Nein. Keine heile Buhr. Der Gimbel macht auch schon Feierabend hier. Gleich, was man serviert. Der Gerät, der Gimbal. Was er sieht. Fazit für die Tour. Fazit, ja, die erste Tour von den Heiden. Das war die zweite. Ja, die zweite. Die erste Heide, ist ja nichts. Die erste Heide, die Schaumtour. Schaumtour, schön. Ja. Schön anzusehen. Ansonsten die Tour ist recht angenehm. Einfach zu laufen. Ein paar etwas schwierige Phasen, wo du da halt hoch musst. Naja, ansonsten denke ich, dass wir nächste Woche wieder eine Tour machen. Mal gucken, wo wir hingehen oder hinfahren. Ja, wird dann kurzfristig entschieden. Ja, vielleicht ist es besser. Ja. Es soll wärmer werden. Gut, ob das schon nächste Woche soweit ist, werden wir sehen. Na ja, gut. So. So, tschüss. Tschüss.